Eine Woche lang haben sich die beiden Helden, Herbert und Walter, in ihrer Festung der Printen zurückgezogen, um nach den Geschehnissen der Vorwoche wieder Kraft zu tanken. Die Zwischenzeit nutzten sie dazu, um zu recherchieren, zu trainieren, den Geist zu schärfen, zu evaluieren und zu... Ich will jetzt einfach deine Scheiß-Jabberlöcke zurück und lass die Kack vorgehen, ich bin kein Mann! Wie leg ich den jetzt wieder auf? Ich hab's aufgedeckt. Ich höre dich doch immer noch. Das ist, wenn jemand anders stehen. Oh Scheiße. Und dann war's wie folgt. Wir haben eine Einladung vom Präsidenten der Amerikanischen Union. Ey, jetzt brauchst du noch ein paar interessante Stimmen für dein Radio. Ihr müsst euch da vorstellen, ist dann dieser große, breite Himmel. Wolken ziehen auf, Blitze am Horizont zu entdecken. Auf einmal tut sich die Wolkendecke auf, ja. Und da sind wir aus dem Bus gestiegen. Nur bepackt mit Roggenbrot. Wunderbar. Sicher davon, da hatten wir natürlich, wir hatten nur unsere mobile Tiefkühle mit. Vollgestopft mit allerlei Lügen. Okay. Und wir waren noch vor kurzem in der Stinkpflaumenbranche tätig. Stinkpflaumen? Ja, ist ja. Ist das eine Frucht, oder? Das können Sie sich selbst ausdenken. Aber ich eigentlich hat es einfach mit Menschen zu tun. Aber an den Stinkpflaumen haben wir schon zu viel genascht. Deshalb rieche ich mir jetzt ein bisschen die Sardelle aus dem Mund. Ja, und irgendwann hat die Alte uns rausgeschmissen. Oh. Dann machen, was ich will. Keiner hat mir was zu sagen. Ja, mit so einem reichen Mann an der Seite. Studiert bestimmt. Sie will mein Geld nicht. Oh. Oh. Ja, so perfekt sind wir nicht. Wir nehmen dein Geld. Wir sind nämlich noch zwei arme Türklinkenlecker. Yes. Keine Türklinke bleibt unberührt bei uns. Meine Frau ist... Ich habe gar keine Frau. Ich wollte es gerade üben. Entschuldigung. In deiner Gegenwart. Ja, des Ampels Röte steigt mir hoch in meine Lenden. Okay. Wir halten die Frauen meistens auf Distanz. Yes. Okay. Weil ihr zu viele habt. Oh ja. Ja. Für jede Hämorrhoide eine. Für jede was? Hämorrhoide. What the fuck is this? Oh mein Gott, so sad! Schaut mir auf die Herbert. Herbert, ich brauch nicht hingucken, ich riech es. Wunderbar. Boah, Alter, der sieht aus wie Farid Bang. Farid Bang, bleib stehen. Du Farid, grüß. Das ist Farid. Yo, mein Name ist Farid Bang und ich, Perfekt, genau sein Vokabular. Habt ihr vielleicht 35 Dollar? Wir sind das Gegenteil von unseren Zähnen. Blank, ey. So, Herbert, du bist dran. Jetzt ist mal Zeit, dir ein bisschen zu paraphrasieren. Paraphrasieren? Ich würde sagen, die junge Dame ist wie so ein Wodka. Ein klarer. Jawohl. Dabei sind wir beide eigentlich Geschäftsmänner. Ja. Vor allem die großen Geschäfte. Da fällt mir schon wieder ein, ich hab den Stuhl weich machen nicht genommen. Aber nur meistens, wenn er Maiskolben gegessen hat. Das tut dem gar nicht gut, dem Walter. Hat Popcorn raus, ne? Ansonsten muss der Herbert da immer digital nachhelfen. Deshalb Spitzname Braunzunge, sag ich nur. Kann Baumwolle rosten? Nein. Was? Nein. Scheiße, dann hab ich mir eine Hose geschissen. Also, das ist meine beste Line. Ich ficke keine Pferde. Ich komme im Mustang, Bitch. In der Zwischenzeit pirschte sich der investigative Journalist Julian Jay an die beiden Helden heran. Im Eigentlichen meiden die beiden Helden die Presse und ihre Vertreter, aber an einem Abend wie diesen gewann die humanitäre Seite der beiden und sie ließen sich auf ein kurzes Interview ein. Es folgen ein paar Ausschnitte aus besagtem Interview. Walter, übernimm du mal, mir ist der Gedanke wirklich jetzt gerade in den Socken verschwunden. Ja, war der Bundeswaldmeister Wachtmann. Ich glaube, so hieß er, ne? Nee, Wachtmann, Waldmeister? Ich krieg's immer auf die Kette. Okay. Wechselschicht Wachtmeister Waldmann. Wechselschicht Wachtmeister Waldmann. Genau so, genau, ne? Ich würde mir den packen. Und dann würde ich den erstmal einen Schlappen durch die Zähne ziehen. Dann noch in sein Negligé kacken.
Yes. Wir hatten ja gerade schon mal ganz kurz gequatscht wegen der Verflossenen, die du da vielleicht nochmal eine Nachricht hinterlassen möchtest. Hast du nochmal Gedanken gemacht, oder ihr euch? Ich würde auf jeden Fall problemlos eine Frau beleidigen können. Ich habe von der Ilse gehört. Die soll ein ganz mieses Luder sein. Hast du auch von der gehört? Sag mal, ist das die Ilse, die unseren Jupp mit dem Pissinger an den Zabarinne geklatscht hat? Die Stinkzapfen-Troller, die zwischen den Beinen riecht wie so ein ganzes Fischerdorf. Ja, also, wenn das hier an die Ilse jetzt gerichtet sein sollte, pass mal auf, Mädchen. Soll ich dich irgendwann mal hier in Sprechreichweite erwischen, ne? Da kannst du mal aber auf den Kontra von mir gespannt sein. Wenn wir uns jemals sehen sollten, dann wäsche ich mir 2 Monate nicht den Mund, sodass ich aus dem Mund rieche wie so ein alter Fußballschuh. Ja, vielen Dank. Da kann ich auf jeden Fall mit arbeiten. Das hören wir öfters. Kriegt man ja auch nicht immer so mit. Jo, ich krieg gar nichts mit. Selbst wenn man mir irgendwas mitten ins Gesicht sagt, krieg ich die Hälfte nicht mit, ey. Weiß auch jetzt schon gar nicht mal, wie ich hier hingekommen bin, ey. Irgendjemand hat mich hier hingestellt. Da sich der Abend in einem noch jungenhaften Zustand befand, entschieden sich die beiden Kompetenzamöben dazu, das Nachtleben von Los Santos aus unmittelbarer Nähe zu betrachten. Ist das die Frau mit der abgrundtiefen Stimme? Oh ja. Was ist denn hier? Da färbt sich mein Sabber-Piss-Kelb. Ich glaube, bei der Tonlage, die Niki hat vielleicht nicht nur einen Knackarsch, sondern auch noch eine Knackwurst in der Hose. Ich zeig euch mal. Alter, jetzt komm ich nie wieder runter. Alter, wen haben wir denn da? Beate Use für den kleinen Mann. Irgendjemand hat mir mein Tafelsilber geklaut, ey. Scheiße, der Frosch im Hals, der wird immer größer. Eben war das noch eine Larve, eine Kaulquappe. Ist das schon ein ausgewachsener Riesenfrosch? So, erwachsener Riesenfrosch, gehen Sie einmal hier raus. Komm, Jungs, bevor ich hier Discoboxen gleich mache. Du machst also, gar kein Discoboxen, er fährt euch jetzt hier sofort. Wer hat mich eigentlich hier hingestellt? Ich habe seit 2 Minuten kein Bewusstsein mehr gehabt. Ich hab keinen Bock auf so einen Schwanzlutscher, komm. Was hast du gesagt? Ich hab keinen Bock auf so einen Schwanzlutscher. Sag das mal nochmal. Er hat keinen Bock auf so einen Schwanz. Sag das mal nochmal. Die Situation scheint just in dem Moment ins Unkontrollierbare zu eskalieren. Herbert versucht sich jedoch mit Charme und seiner Wortgewandtheit dagegen zu stemmen und die Situation zu beruhigen. Lass der kann gerade nicht reden, der hat einen Frosch im Hals, so wie ich. Ihm war ein riesiger Frosch da, der hat uns Eier in den Hals gelegt. Wir können jetzt gerade nicht reden. Ich krieg ihn immer größere Frösche im Hals. Mach mich los, du Sau. Mach ihn los, Mann. Bist du nicht der H? Was ist das denn? Ne. Der hat mir einen Sack Kartoffeln aufgesetzt. Und er hat eine Tüte beim Kopf an, weil er hässlich ist. Wer ich jetzt, oder was? Das ist doch... Das ist eine Entfremdung jeglicher Worte. Es tut mir leid, Werner. Wie heißt der Werner? Ich glaub, der meint dich. Ja. Jo, mach die Fesseln auf. Jo, ich erwarte trotzdem noch was von euch. Komm, wir entschuldigen uns und dann gehen wir. Ja, wofür? Ja, gut, eine mega große Entschuldigung. Tut uns leid, du bist wirklich toll. Bist der Beste. Und warum? Und warum? Leute, ja, der Herr, kommen Sie mal hinter mir, kommen Sie mal hinter mich, der gerade geschlagen worden ist. Der gerade geschlagen, wollen Sie mich eigentlich komplett verarschen, Officer? Ja, Bernd. Nehmen Sie mal bitte Abstand, ich brauche hier genug Platz zum Arbeiten. Alles gut, ich muss das jetzt hier diskutiert werden, wäre so, mein Herbert ganz auf ruhig, Boden. Ganz ruhig. Guck mal, wie die tun, ne? Das sind so Schicksalsraten, Alter. Hör mal auf zu weinen, Alter. Was willst du machen, wenn dein bester Freund auf dem Boden liegt? Eben gerade war das nicht dein bester Freund. Was? Das ist gelogen, Herbert. Sie haben eine Schussverletzung. Wo ist die Schussverletzung, dass sie abbinden kann? Mitten in meinem Körper. Heute Morgen hätte ich sie auch gebraucht. Da habe ich aus Versehen ein ganzes Mettbrötchen verschluckt. Wie geht das denn? Ja, das ist wie folgt. Ich habe, weil ich früher Opernsänger war, den Hals gedehnt. Mit Dehnübungen. Okay. Führt aber auch dazu, dass mir der ein oder andere Brocken da einfach so hinunterkullert. Nö, das ist jetzt so meine professionelle Meinung, so als ehemaliger Arzt. Sie waren mal Arzt?
ja, bevor ich dann Opernsänger werden wollte und schlussendlich in der Stuttgart... Nicht Opernsänger und nicht Opernsänger? Ja gut, so genau habe ich mich... Das waren ungefähr 2 Wochen, in der... Also, als ich mich mit der... Haben Sie Ihre Stimme da so weit gedehnt, dass Sie... Ja, hörst du doch, ey. Ja, hier fühle ich mich sicherlich wohl. Der Arzt ist erst mal 2 Minuten lang vor eine Scheibe gelaufen. Hier bin ich im besten Ende. Ich muss einmal kurz Ihre Hose ein bisschen runterziehen. Ziehen Sie bis zum Anschlag runter. Schauen Sie sich das ganze Spektakel mal an. Genau. Ich sprühe Ihnen so ein kleines Betäubungsspray mal kurz noch drauf. Yeah. Auch noch so. Was fürs München, bitte. Wie bitte? Fürs München. Am liebsten würde ich ja mal in der Schönheitschirurgie danach fragen, ob man mir die Affenarme kürzen kann. Nachdem Herberts Schusswunde notdürftig zusammengeflickt wurde, geht es für den beinharten Helden aufs Polizeirevier, auf dem er eine exakte und wortgetreue Zeugenaussage abliefert. Yes, that's my name. Was haben die Ärzte gesagt? Genau. Sie gehen ihre Mammonikoin. Henkelbach, Sie stinken wie eine scheiß fucking Bar, ey. Danke. Hast du 10 Dollar für mich? Schau mir mal genau ins Gesicht und dann überleg dir nochmal, ob du die Frage wirklich stellen willst. Abseits der Kamera wird dem Heldenduo bewusst, dass auf sie nun eine Hetzjagd wartet. Über ihre Mittelsmänner beim FIB erfuhren sie, dass der Gangsterboss, der Herbert anschoss, Auftragskiller auf die beiden Helden angesetzt hatte, weshalb die beiden Helden sich trennten, um auf unterschiedlichen Wegen nach Vice City zu flüchten. Also, aber dankeschön. Was? Ihr müsst nicht irgendwo hin mitgenommen werden. Ich glaube nicht, ich habe keinen Plan, ich habe überhaupt keinen Check. Ich weiß auch gar nicht, wer mich hier hingestellt hat. Nee. Nein. Alter, du bist doch irre. Alter! Alter, ja. Scheiße, geht's euch gut, Jungs? Ja, Scheiße, jetzt hat sich mein Steißbein mitten in mein Oberhirn gebohrt. Direkt in den Hypothalamus, ey. Das wäre mir das Denken nicht vorher schon schwer gefallen, ey. Ein Pilz gerieben hab, den ich da zwischen die Beine klemm hab. Alter, säglicher, alter Mann. Warum redest du so? Weil ich alt bin. Ja, aber du bist ein ekliger alter Mann. Das ist richtig. Ey, Dean, ich muss scheißen gehen, weißt du? Dann scheiß doch, Mann. Mein Stimmbruch hat wieder angefangen. Ich wurde heute Morgen in der Sockenschublade wiedergefunden. Ich hab überhaupt keine Ahnung, wie ich da reingekommen bin. Aus Versehen natürlich. Den Kollegen knöpfe ich mir morgen vor. Der ist leider verschlafen. In Vice City angekommen, wird die erfolgreiche Flucht natürlich gebührend gefeiert. Junge Dame, du weißt ganz genau, dass du mein Gesicht in HD siehst. Lady, machen Sie mir hier nicht den Walter. Ich bin's, der Farid. Ich hab mal wieder kleine Klamotten an, weil mich diverse... Frauen, ausgezogen habe. Yes. Geil. Ey, Walter, hast du Bock zu rappen? Also, ich hab, es kommt drauf an. Also, wenn die Wetterbedingungen stimmen und das Mehl nicht zu trocken ist, ist so ein Rap immer ganz gut. Ja. Aha. Ja. Okay. Und hier endet fürs Erste das Abenteuer der beiden Helden. An Ruhestand ist für sie natürlich nicht zu denken, aber eine kleine Pause haben sich die beiden Draufgänger schon verdient. Wie und ob es weitergehen wird, das weiß noch keiner. Allerdings gibt es immer wieder hartnäckige Gerüchte darüber, dass die beiden Powerfäuste zur Rettung der Welt an einem Hochhaus so ein Kampfkonstrukt zur... Sag mal, das soll ich jetzt lesen. Den Scheiß soll ich jetzt vorlesen. Dass die beiden Idioten, wo der eine denkt, dass er eine rostende Unterbuchse hat und der eine, dass er einen Frosch im Hals hat, der da auch Eier reinlegt, dass die beiden besagten Powerfäuste, wisst ihr, den Scheiß lese ich jetzt nicht zu Ende, weil da könnt ihr, da bin ich raus. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Tabu. Drück in die Mitte. Oder kriegt mehr von diesem Tabu. Bin halt den Namen Tabu. Halt ihn in deinem Kopf.